Canon hat vor kurzem die neue Canon C70 vorgestellt und wir, Paul Porter und ich, durften diese Kamera vorab testen. Viel Spaß! Hey Leute, mein Name ist Walter Weber und auf diesem Kanal findest du Tipps zum Filmmaking und Gear Reviews. Falls du also neu bist, würde ich mich über dein Abo freuen. Danke an dieser Stelle nochmals an Paul, dass ich vorbeikommen durfte und die Kamera mit ihm testen konnte. Checkt auch sein Video zu dieser Kamera ab. Die Canon C70, die wir erhalten haben, war ein Pre-Production-Modell. Leider dürfen wir deshalb auch keine Aufnahmen zeigen, die wir in der Kamera aufgenommen haben. Nichtsdestotrotz, lasst uns anfangen und wir starten mit dem Kamerabody. Die Kamera sieht sehr ähnlich wie eine 1DX Mark II aus und aber auch wie eine C300 Mark III. Wenn man den hinteren Teil der C70 abschneidet, sieht es fast so aus wie eine Canon 1DX. Die Kamera verfügt über zwei SD-Karten-Slots, was mich sehr verwundert hat, dass sie SD-Karten nimmt und nicht CF Express, wie zum Beispiel bei der Canon EOS R5. Des Weiteren hat die Canon C70 bereits eingebaute ND-Filter bis zu 10 Stops bzw. Stufen. Ebenfalls hat die Kamera einen etwas größeren Lüfter an der Seite verbaut, um so vor Überhitzung zu schützen. Der Lüfter ist tatsächlich schon etwas lauter, aber sobald man auf Record drückt, geht der Lüfter aus, um keine Störgeräusche beim Drehen zu verursachen. Ansonsten gibt es noch jede Menge Anschlüsse wie zwei Mini-XLR-Anschlüsse, USB-C, Mikrofonanschluss, einen HDMI-Ausgang oder auch einen Timecode-Ein-Ausgang. An Knöpfen hat Canon natürlich auch nicht gespart und diese sind recht hilfreich für gewisse Einstellungsmöglichkeiten. Vom Gewicht her ist diese Kamera tatsächlich leichter als die Canon 1DX Mark II, was mich etwas verwundert hat, da sie größer ist als die Canon 1DX Mark II. Machen wir weiter mit dem Sensor. Bei der Canon C70 wurde der gleiche 4K Super 35mm DGO-Sensor wie von der C300 Mark III verbaut. Dieser ermöglicht einen Dynamikumfang von 16 Blendenstufen in C-Log 2. Einen kurzen Test, den wir gemacht haben mit der Blackmagic Cinema Pocket 6K, welche 13 Blendenstufen hat, hat gezeigt, dass wir sehr ähnliche Ergebnisse in beiden Kameras hatten. Man konnte ein bisschen mehr bei der C70 herausholen, aber es war jetzt nicht gravierend. Auf der anderen Seite ist dieser Test nicht wirklich aussagekräftig, weil wir ein Pre-Production-Modell hatten und Canon ganz klar gesagt hat, dass wir kein Footage davon zeigen dürfen. Also könnte es möglicherweise natürlich auch an diesem Grund liegen, dass die Canon C70 noch nicht komplett ausgereift ist und vielleicht noch diese 16 Blendenstufen erhält, wenn die Kamera auch tatsächlich fertig ist. Der Sensor hat einen Crop-Faktor von ca. 1,5, jedoch kann man dies mit einem neuen Speed-Booster von extra für diese Kamera hergestellt wurde, ändern und erhält somit fast eine Vollformat-Kamera. Dazu kommen wir aber noch später und jetzt erstmal der nächste Punkt, der Mount. Die Kamera verwendet den RF-Mount und das finde ich persönlich sehr gut, da dies immer mehr zum Standard wird und selbst ein Hersteller wie Red diesen Mount in seiner neuen Komodo verbaut. Man kann aber auch weiterhin den RF zu EF-Adapter nutzen und dies ohne Einschränkungen, aber auch dazu später mehr. Wie gerade erwähnt, kann man mit dem Speedbooster von Canon auch seine EF-Objektive adaptieren und gleichzeitig den Crop-Faktor um das 0,71-fache reduzieren. Somit erhält man dadurch einen sehr geringen Crop und hat nahezu eine Vollformatkamera. Ebenfalls reduziert sich dadurch die Blendenzahl. Wenn du also ein Objektiv verwendest, das zum Beispiel nur eine Blende von 4 hat, dann kannst du das Ganze mal 0,71 rechnen und erhältst sozusagen eine Blende von 2,8. Und ja, ich weiß, das ist wie Magie. Aber kommen wir nun zum vierten Punkt, die Auflösung und Framerates als auch den Codec. Die Canon C70 kann in 4K bis zu 120 FPS in 10-Bit 422 filmen. Ebenfalls kann die Kamera in 2K bis zu 180 FPS filmen. Man kann bis zu 4 Codecs wählen und je nach Codec erhält man unterschiedliche Bitraten. Die höchste Bitrate, die die C70 erzielt, ist 410 Megabits in X, F, AVC und All-I. Die Kamera kann nicht in RAW filmen, was ich persönlich jetzt auch nicht so ganz schlimm finde, wenn man bedenkt, dass man in 10-Bit und C-Log 2 filmen kann, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Wie gut man die Codecs tatsächlich am Rechner schneiden kann, konnte ich leider in dieser Zeit nicht testen. Dazu kann ich euch mal empfehlen, auf Paul seinen Kanal zu gehen und sein Video anzuschauen. Ich verlinke das Ganze hier rein. Er wird euch sicherlich davon mehr erzählen. Fünftens, der Autofokus. Die Canon C70 verwendet den Dual-Pixel Autofokus, welcher auch bei unseren Tests sehr gut funktioniert hat, aber ich muss sagen, leider noch mal nicht ganz so gut, wie ich es aus der Canon EOS R5 empfunden habe. Man hat auch nicht alle Einstellmöglichkeiten, wie man es von den spiegellosen Kameras von Canon gewohnt ist und wird hier von den Autofokus-Modi eingeschränkt. Ein Feature, das zum Beispiel fehlt, ist das Augen
Tracking. Des Weiteren konnten wir keinen direkten Unterschied feststellen, ob der Autofokus weniger gut funktioniert, wenn man den RF zu EF Adapter verwendet. Wir empfanden, dass es gleich gut funktioniert hat, egal ob wir jetzt ein RF-Objektiv drauf hatten oder auch ein Sigma oder Tamron. Sechstens, Low Light, und leider kann ich euch hier wie gesagt auch kein Footage einblenden, aber die Low Light Tests, die wir gemacht haben, haben gezeigt, dass diese Kamera wohl eher nicht ganz so gut in dieser Hinsicht abschneidet und man auf keinen Fall über ein ISO von 6400 gehen sollte. Zum Schluss noch der Preis. Die Canon C70 liegt preislich genau in der Mitte von der Canon 1DX Mark III und der Canon EOS R5 mit ca. 5200 €. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass dieser Preis genau richtig liegt für die Features und Funktionen, die die Kamera bietet. Ich möchte aber auch noch auf die Nachteile der C70 eingehen. Die Kamera hat leider kein IBIS. Du kannst nur digitales IS verwenden. Die XLR-Inputs sind nur Mini-XLR-Inputs und das ist für viele leider etwas störend. Des Weiteren hat die Canon C70 keinen eingebauten IVF und das wäre genau bei dieser Kamera wirklich dringend notwendig, denn der Monitor ist nicht wirklich hell. Wir hatten einen bewölkten Tag und haben uns recht schwer getan zu erkennen, was wir gerade filmen. Die Menüführung ist im Vergleich zu den Spiegelreflex- oder spiegellosen Kameras wesentlich komplexer, jedoch bietet dies auf der anderen Seite auch wirklich viele Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass die Kamera 3 Sekunden, bevor man überhaupt auf den Record-Knopf drückt, bereits aufzeichnet. Ebenfalls ist es leider nicht möglich, das Menü per Touch zu bedienen. Man kann zwar die Einstellungen wie ISO oder die Blende und weiteres per Touch umstellen, aber im Menü kann man sich nicht durch die Punkte durchklicken. Ebenfalls geht auch keine Zoom-Funktion per Touch. Der Joystick oben rechts an der Kamera sollte Abhilfe schaffen, aber wir beide, Paul und ich, empfanden diesen recht komisch. Die Kamera ist zwar leichter als die Canon 1DX Mark II oder 3, jedoch ist sie etwas größer. Dadurch wird es etwas schwerer sein, dies an einem Gimbal wie einem DJI Ronin S anzubringen. Wir haben festgestellt, dass es ohne Adapterplatte gar nicht geht und sind deshalb erst auch mal auf die Glidecam umgestiegen. Kommen wir nun zum Fazit des Ganzen. Insgesamt ist die Kamera wirklich sehr, sehr gut und hat ein paar Killer-Features, die für viele genau richtig sind und ebenfalls hat sie einen echt fairen Preis. Vor allem ist die Canon C70 richtig für dich, wenn du sowieso nur filmst und nicht fotografierst, denn mit 10-Bit C-Log2 4K bis 120 FPS ohne Überhitzung kann man wirklich gut arbeiten. Es eignet sich also sowohl für hochqualitative Filme am Set und gleichzeitig ist es ein super Run-and-Gun-Setup. Wenn du also auf RAW verzichten kannst, dann solltest du diese Kamera wirklich in Erwägung ziehen. Werde ich deshalb nun meine R5 verkaufen und wechseln? Nein. Denn was mich am meisten stört, sind 3 Dinge. Erstens der Lüfter, zweitens der Crop Factor und drittens die Größe. Der Lüfter ist an sich nicht schlimm, da die Kamera dadurch ja schließlich nicht überhitzt und sich der Lüfter abschaltet, sobald man filmt. Jedoch habe ich, gerade auch in letzter Zeit, des Öfteren die Situation gehabt, im Regen filmen zu müssen. Selbst bei einem leichten Nieseln hätte ich zu viele Bedenken und würde mir zu viele Sorgen um die Kamera machen. Bei meiner jetzigen Canon 1DX, EOS R oder R5 habe ich diese Bedenken einfach nicht. Die sind gebaut wie Panzer. Des Weiteren bin ich einfach jemand, der sehr viel Wert auf Vollformat legt, um zum Beispiel eine wirklich tolle Tiefenschärfe zu erhalten. Ja, der Speed Booster wäre natürlich eine Alternative, aber irgendwie auch nicht, zumindest nicht für mich, weil ich persönlich nun immer mehr in RF-Objektive investieren möchte. Ebenfalls gefällt mir die Kamera nicht von diesem Formfaktor, also ist sie mir zu klobig, ehrlich gesagt, da ich immer mehr auf elektronische Gimbals setzen möchte und je leichter da das Setup ist, umso einfacher wird es einfach für mich da, naja, solche Hochzeitstage nun einmal sehr lang gehen können und dass das Ganze schön auch mal auf den Rücken gehen kann. Somit befürworte ich eher leichtere Setups, die auch ein gutes IBIS haben, wo ich mal das Gimbal tatsächlich komplett weglegen kann und einfach aus der Hand filmen könnte. Insgesamt hat die Canon C70 wirklich sehr starke Features und für den einen oder anderen ist es eben genau die richtige Kamera und für den anderen eben nicht. Es gibt nicht die eine Kamera, die alles kann und jeder muss eben für sich entscheiden, was er tatsächlich braucht und was nicht. Insgesamt hatte ich nur einen Tag Zeit, wie gesagt, die Kamera zu testen und ja, ich weiß, es gibt noch so viele weitere Fragen und Dinge, die noch offen sind. Schreib sie mir doch gerne in die Kommentare, damit ich sie dir dort beantworten kann. Ansonsten, wie bereits erwähnt, ja, ich filme Hochzeiten und habe dafür auch eine Online-Filmschule für Hochzeitsvideografen, bei welcher ich dich gerne begrüßen würde, aber ich biete dir ebenfalls ein 60-minütiges kostenloses Training an, bei dem ich dir über meine Top 10 Schritte zum Hochzeitsvideo Pro erzähle. Hier erhältst du einen gratis Einblick in den Kurs, falls du also ebenfalls wie ich den Schritt in die Hochzeitsbranche wagen willst und anfangen möchtest, Hochzeiten zu filmen, dann empfehle ich dir, mein kostenfreies Training auf hochzeitsvideopro.com anzusehen. Ich verlinke dir das Ganze hier rein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Smash den Like-Button für den YouTube-Algorithmus und wir sehen uns beim nächsten Mal.